Mein Kollege Marc Steinhäuser ist für uns in den USA, heute in Washington, direkt vor dem Kapitol. Und er spürt die Stimmung auf dem Grund. Marc, ja, glaubt eigentlich noch jemand in Washington, dass die Demokraten diese Wahl nach Hause tragen können? Das ist eine schwierige Wahl für die US-Demokraten. Präsident Joe Biden steht ja nicht auf dem Wahlzettel, wenn hinter mir hier die Abgeordneten im Kapitol neu gewählt werden. Denn es sind ja 435 Mitglieder des Repräsentantenhauses, die sich zur Wahl stellen müssen und etwa 35 Senatorinnen und Senatoren, also nicht der Präsident selbst. Aber du hast es gerade gesagt, Constanze, diese Zwischenwahlen, diese Midterms gelten traditionell als eine Art Denkzettelwahl über die Politik des US-Präsidenten. Präsidenten, der in den Umfragen nicht gut dasteht. Seit vergangenem Jahr hat er enorm an Popularität eingebüßt und die meisten rechnen eigentlich damit, dass in den beiden Kammern hier hinter mir im Kapitol künftig die Republikaner das Sagen haben dürften, mindestens im Repräsentantenhaus, wenn nicht sogar in beiden Kammern. Und die meisten reden hier von einer möglichen roten Welle, einer Red Wave, rot die Farben der Republikaner. Also das könnte ein ungemütlicher Wahlabend werden für Joe Biden, der dann keine Mehrheiten mehr hat im Kongress und für den es dann noch schwieriger werden dürfte, seine Agenda hier in Washington auch durchzusetzen. Ja, Joe Biden wäre dann die berühmte Lame Duck, also ein Präsident im Grunde genommen ohne eigene Macht. Lassen Sie uns mal auf die Themen gucken. Es gab ja mal so ein Momentum in diesem Wahlkampf, wo das Thema Abtreibung ganz vorne stand, wo die Demokraten glaubten, sie hätten die Nase wieder vorne. Und das hatten die Umfragen ja auch gezeigt. Wieso ist das Thema jetzt heute nicht mehr so wichtig oder bringt den Demokraten keinen Vorsprung mehr? Das liegt an der wirtschaftlichen Situation von vielen Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern. Auch die Inflation hier im Land ist auf einem Höchstwert seit 40 Jahren. Die Menschen spüren das beim Einkaufen, sie spüren das beim Tanken, sie spüren das im ganzen alltäglichen Leben, dass es eben alles teurer geworden ist. Und das wird dem Präsidenten angelastet. Joe Biden hat zwar ein Inflationsreduktionsgesetz durch den Kongress gebracht, aber inwieweit das wirklich jetzt kurzfristig bei den Menschen für Entlastung sorgt, das ist eben sehr ungewiss. Da rechnen eigentlich sogar manche damit, dass es die Inflation vielleicht sogar noch verschärfen könnte. Also es sind keine guten Ausgangsvoraussetzungen. Und das Thema Abtreibung und das Thema Demokratie und Demokratiefestigkeit, das ist das Thema, was die Demokraten im Wahlkampf nach vorne stellen. Es hatte ja da ein Urteil des US Supreme Courts gegeben, was die grundsätzliche Regelung, die seit mehr als 40 Jahren bestand, wonach Frauen das Recht auf Abtreibung haben, gekippt hat im Sommer. Das hat zu einer kurzfristigen Mobilisierung auch unter demokratischen Frauen geführt. Die Frage ist jetzt nur, worauf gucken diese Frauen, wenn sie dann morgen ihre Stimme abgeben? Auf ihr Portemonnaie, in dem alles sehr viel knapper und enger werden dürfte, oder auf diese grundsätzlichen, auch gesellschaftspolitischen Fragestellungen? Und hier gehen viele davon aus, dass den Amerikanern das Geld am Ende, die Finanzen, die persönliche Lebenssituation das Entscheidende werden dürfte bei diesen Midterm-Elections in Washington. Und welches Thema stellen die Republikaner nach vorne oder stellen sie nur einen Mann nach vorne, nämlich Donald Trump? Ja, sie stellen eben sehr geschickt das ganze Inflationsthema nach vorne, verknüpfen es mit dem Präsidenten Biden, werfen ihm auch die gestiegenen Spritpreise vor, werfen ihm vor, dass die Inflationsrate in den USA so hoch ist. Und sie setzen auch, die Republikaner setzen auch auf das Thema innere Sicherheit, auf die Zuwanderung, auch ein ja sehr heiß diskutiertes Thema hier in vielen Bundesstaaten, wo auch viele republikanische Kongressabgeordnete vor Ort auch drum werben, dass es wieder sicherer zugehen müsse in diesem Land. In einigen Regionen ist die Kriminalität hochgegangen und da machen die Republikaner auch ganz gezielt Stimmung mit diesen Zahlen. Und das ist etwas, was für US-Präsident Joe Biden sehr ungemütlich werden dürfte. Und das sind natürlich Themen, die an der Basis auch bei potenziellen demokratischen Wählerinnen und Wählern durchaus auch für Unruhe sorgen. Und die Frage ist hier bei einigen, die auf diese Wahl blicken, doch, ob die Demokraten hier vielleicht auf das falsche Pferd gesetzt haben. Und damit ist nicht nur der US-Präsident Biden gemeint, sondern auch die Themen im Wahlkampf. Wenn die Menschen sich um die wirtschaftliche Lage sorgen, aber die Demokraten über Abtreibung und Demokratiefestigkeit sprechen, dann kann das am Ende
könnte auch nicht so gut ausgehen für die Demokraten. Dennoch, und das ist eben der große Bogen, der hier viele spannen, ist eben die Frage, was folgt dann aus diesen Midterms? Donald Trump hat ja bisher nicht erklärt, dass er noch mal wieder antreten will bei den nächsten Präsidentschaftswahlen. Aber es gibt nicht wenige, die damit rechnen, dass er schon sehr kurz nach diesen Midterm-Wahlen das verkünden könnte, dass er noch mal antritt. Denn quer durch das Land sind sehr viele republikanische Kandidatinnen und Kandidaten unterwegs, die im Prinzip einen Trump-Kurs fahren, die auch weiterhin die Wahlergebnisse der letzten Präsidentschaftswahlen aus dem Jahr 2020 nicht vollumfänglich anerkennen, die auch vor Ort Stimmung machen gegen die örtlichen Bestimmungen und die Durchführungen der Wahlen, die Verunsicherung schüren, auch inwieweit diese Midterm-Wahlen dann sauber über die Bühne gehen. Und wenn jetzt das Ergebnis am Ende so aussieht, dass vor allen Dingen radikale Republikaner hier im Kongress einziehen und auch Trumps Agenda stützen, dann ist das sicher für Donald Trump, der ja im Regelfall viele Erfolge auf sich selbst bezieht, ein Grund zu sagen, seht her, die Menschen in meiner Partei, die auch die Themen und auch die Art und Weise, wie ich Politik mache, vertreten, die sind gestärkt aus diesen Midterms hervorgegangen. Und das dürfte für ihn dann vielleicht der letzte Wink sein, seinen Hut nochmal ins Rennen zu werfen. Ja. Spannend, nicht nur der Themen wegen, sondern auch der Personen wegen. Marc Steinhäuser, herzlichen Dank für die Eindrücke. Und heute Abend ist ja Wahlkampfabschluss und dann hören wir Sie dann wieder. Herzlichen Dank, erstmal nach Washington.